Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ich habe komplett vergessen, wo wir eigentlich jetzt sind und wir sind jetzt in Wildenwood, wie ich hier gerade sehe, in Eldenru. Und ja, ich war jetzt eher dabei, hauptsächlich in letzter Zeit High on Life aufzunehmen. Hab das Spiel auch mittlerweile durch. Ja. Dann wollen wir hier auch mal weitermachen. Was ist eigentlich unsere Aufgabe jetzt erstmal? Hier, was steht denn da? Hier. The ruler of Elden Root has sent you to get a gem called the Heart of Selene and has marked your map of Wildwood with the location of Selene's Web. Das heißt, wir müssen Selene's Web erstmal finden. Und dann schauen wir mal, was haben wir hier eigentlich alles im Inventar? Sind wir überhaupt ausgerüstet dafür? Ja, sind wir auf jeden Fall. Dann können wir eigentlich schon darüber und uns um das Problem hier kümmern. Wo ist denn das? Da. Selene's Web. Ja, 2 Tage. Dann lassen wir direkt dahin. Ich hoffe, ich kann die Steuerung noch nach dieser langen Zeit. Hört sich schon so gut an. Hier. This dank, moldy corridor leads into Selene's Web. The smell of wet herb lingers in the air. Hier sind irgendwo schon Viecher. Man hört die schon. So, wo sind wir genau? Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Schauen wir uns mal an. Hört sich schon dubios an hier. Ah, Box. Hatte schon gedacht, das wären andere Viecher. Ein Buckler brauchen wir nicht. Noch ein Buckler. Den haben wir auch schon mal erledigt. Und der hat gar nichts mit. Schade eigentlich. Und hier gibt es nichts. Ja, dann bin ich gespannt, wo wir genau hin müssen. Achso. Hat irgendwas nur gehört. Da ist wieder eine Tür. Aber sonst gibt es hier nichts. Komm, dann gehen wir mal hier rum. Hä? Was soll das denn heißen, was da unten gerade war? Habt ihr das gesehen? Diese Zeichen? Wolf hat nichts. Wo müssen wir genau hin? Wir sind hier schon relativ nah am Rand, würde ich sagen. Das hier, was soll denn das heißen hier unten? Ahne? Wofür das auch immer steht? Ach, das ist nur ein Feuer. Schreckt die mich? Und die Spinne hat auch nichts. Na super. Da höre ich wieder eine Spinne. Links oder rechts von mir? Hinter mir? Auch nicht. Aber ich höre da eine auf jeden Fall irgendwo. Ach so, da sind sie. Komm. Hat auch nichts. Scheiße, Wolf. Dann gebe ich hier mal rein. Hä? Gar nichts. Außer Spinnen. Der ist aber übelst schnell. Habt ihr das gesehen? So ein altes Spiel, ganz schön schnelle Animation. Noch eine. Toll. So, wo waren das? Mit genau U. So, einmal voll gemacht.
gibt's auch wieder nichts. Ich hasse Spinnen wirklich. Klar, wir kommen gegen die mittlerweile besser an, aber. Rauchen tue ich dir auch nicht. Woher kommst du denn? Arschloch. Du? Hier gibt's auch nichts. Außer Wölfe. Der Thun kommen hier auch ohne Ende. Aber ich feiere das. Das gibt es XP. Erfahrungspunkte. Dann können wir auch schneller leveln. Oh, gleich drei Stück. Digga. Hinter mir ist keiner, hä? Gut. Oh, gleich drei Stück. Mal mit der Ruhe. So. Mal schauen, wo sind wir? Hier gibt es keinen Eingang mehr. Boah, was habe ich jetzt gerade für einen Sprachfehler wieder mal? Was Sprachfehler angeht, ich bin talentiert. So. Und aber auch hier. Und noch weit. Wo ist die Spinne? Komm her. Ich mach die fertig. Ich mach die alle. Hier ist ein großer Raum. Gefühl. Da könnten wir noch weiter irgendwie hin schauen und so. Aber ich will jetzt hier irgendwie rein und wissen, was da drin ist. Hier haben wir zumindest schon mal eine Spinne, die irgendwie hier hingeglitscht ist. Geil. Ah. Die Spinnen, ey. Komm, wir gehen zuerst da rein. Was sind das? Okay, Vorräte. Die man nicht mitnehmen kann. Oder zumindest ich als Krieger kann die nicht mitnehmen. Wir sind schon mal auf jeden Fall im Inneren dieses Bereichs. Wird zuerst da rein oder darf man? Ein Wolf. Der nichts hat. Egal, es sind wenigstens Erfahrungspunkte. Auch nichts, aber boah, wie dunkel es hier ist in dem Bereich. Finde ich schon krass. Da geht es auch irgendwo weiter. Okay. Wird langsam spannend hier, finde ich. Die Tür wird. Aber. Jetzt ist die Frage, was ist denn das? Stimmt da unten. Hier irgendwo. Aua. Spider Murphy, hör auf. Schnell heilen. Digga. Wir können auch erstmal hier rein. Und schauen uns erstmal hier um. Ah, das wart ihr, die vorhin die Geräusche gemacht haben. Skelette, nein. Nothing und der hat auch nothing. So, wir vervollständigen die Karte einmal, wenn wir hier reingehen. Und dann. Ja. Da können wir über die Tür rein. Stellt sich mir die Frage, können wir von dem dann hier rein? Lass mal jetzt dahin. Hallo? Aber gedrückt. Wo war die Tür? Da ist sie. Ja, komm. Richtig rein, ja. Ah, du schon wieder. Du nimmst sogar einen Kumpel mit. Na, mal drauf gehen. Endlich. Immer diese Ghule. Der Ghul hat nichts. Gibt's auch gar nichts, ey. Gibt es hier eigentlich eine geheime Tür? Die sind doch meistens immer markiert, oder nicht? Nee. Gab es
hier noch irgendwie was, wo es weitergeht? Ja. Da hinten die Tür. Ah, Spinnen. Komm, jetzt wenigstens ein Level up. Wie viel brauchen wir für den nächsten Level up? Wir sind schon auf jeden Fall bei 1.113.000. Und Level 15 immer noch. Und wir sind jetzt im Innern. Da ist ja gar keine Tür mehr. Außer diese hier. Und hat mich nirgendwo hingebracht. Toll. Wofür bin ich jetzt hier reingegangen? Jetzt ehrlich. Stimmt, so eine Wand müssen wir hier haben. Und hier ist ja so nicht so eine Wand. Ne? Ja, wir gehen erstmal trotzdem weiter. Einmal. Ich will immer irgendwie alles erkunden. Ich weiß nicht wieso, das ist irgendwie so eine Krankheit bei mir, dass ich alles sehen will. Oh nein! So, immerhin haben wir das Viech gekillt. Vielleicht mal sinnvoll kurz. Auch noch Healing, genau. Hier gibt's nichts. Aber hier ist eine Tür. Oh, genau, spawnen die vor mir. So, der hat nichts Brauchbares. Der hat nichts Brauchbares. Bringt aber auch gar nichts ein, mich hier schön zu durchschreiten. Außer dass man sagen kann, hier, ich habe jeden Raum hier erkundet. Wieder dieses Zeichen. Was heißt denn das? Ich bin jetzt deswegen erschrocken wegen dieser Lücke. Ich habe gedacht, da wäre jetzt was. Ah. Ein Schätzele. Und Bracers. Bracers sind was wert. Das weiß ich noch irgendwo. Aus der Vergangenheit. Ist aber auch schon knapp einen Monat her, wo ich das letzte Mal hier Arena gespielt habe. Hier geht es aber gar nicht weiter. War an die Tür. Ach, hier. Also, das hat mich aber jetzt echt hier verwirrt. Ja, wir gehen da jetzt mal durch und dann rechts weiter. Hier haben wir ja noch eine Tür und da noch einen Gang. Und tun wir aber auch gar nichts. Aus diesem einen einzigen Schatz, den wir gesehen hatten, haben wir jetzt nichts bekommen gehabt hier. Ah, das hört sich jetzt... Das hört sich vertraulich an hier. Kennen wir noch aus dem ersten Dungeon. Ach, gleich sogar zwei hier hinter mir. Kleine Arschlöcher. Der hat nichts. Der hat nichts. Wie viele von denen darf ich jetzt hier ausschalten? Bis ich mal irgendwie was an Erfahrungspunkten hier kriege. Oh, 63 Gold, 36 Gold. Nee, jetzt ernsthaft. Wie viel darf ich hier rumlatschen, bis ich irgendwas an Erfahrungspunkten wieder kriege? Ich glaube, wir müssen hier rum und dann da rein. Ja. Das klingt für mich
Logisch. Dass hier jetzt irgendwo... Hier ist noch eine Tür. Ich bin diseased. Oh, scheiß Ghule. Ich brauche Heiltränke. So, also nicht wegen Leben, sondern wegen Krankheiten. Scheiße. Müsste ich hier dann einmal ganz kurz auf die 2 speichern? Im höheren Fall sollte ich hier drauf gehen. Ging aber gerade sehr schnell. Sehr flüssig bei mir. Ah, und wir sind jetzt hier und da ist der Eingang. In den mittleren Raum da. Before you lies a small arena surrounded by water. Something glitters on the stones of one island. Was? Ist das eine ganze Arena hier oder was? Da haben wir die Spinne. Oh, und schon wieder paralysiert. Bevor ich hier drauf gehe, mal schnell U drücken. Immerhin draufgegangen. Also nicht ich, sondern die Spinne. So, ich kann nichts machen. Die abwarten. Ah, jetzt geht's. Okay. Und die haben wieder nichts. Die haben nie was. Hatten wir es mal erlebt, dass die Spinnen mal was hatten? Weiß ich. Doch, ich glaube, einmal in Labyrinthion haben wir das mal erlebt. Da haben wir noch eine Spinne. Da funkelt was. Sieht so aus, als wäre da was, was wir gebrauchen können. Ein Feuer. Da gibt's nichts. Und noch ein Minotaurus. Warten alle da irgendwie gespannt auf mich, dass ich auf die rüberkomme. Wir nehmen aber die Brücke hier. Oh! Haben wir den gekillt? Na, lieber heilen. Dann laufen wir lieber hier so durch. Den haben wir. Der hat nichts. Oh, noch mal eine. Wo kommt die denn jetzt auf einmal? So. Shift J war das, glaube ich, ne? Genau. So. Back, Belt, Steelhelm brauchen wir nicht. Backlass brauchen wir nicht. Das können wir gar nicht nehmen. Da hinten ist nichts bei der Spinne. Shift J. Bei der Spinne ist aber was. Nochmal Shift J. Nein! Paralyzes grips your body and you succumb to the dark waters of your grave. Sind wir jetzt wegen, weil wir paralysiert wurden und dann ins Wasser gefallen sind, gestorben? Sind wir deswegen jetzt gestorben? Warum laden wir hier? You are paralyzed. So, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Hier unten, ah, toll. Das heißt, den ganzen Mist da hinten nochmal von vorne. $42. Endlich haben die Spinnen mal was. Egal, das werden wir nicht nochmal durchlesen, aber wir gehen trotzdem schon mal hier hin. Schnell heilen. 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 Oh, gleich 2 hinter mir.
Nichts und der auch nichts. Ja, aber das war mit dem Dingens gerade aber echt scheiße. Kattenboots brauchen wir nicht. So. Kommen wir an die Spinne jetzt dieses Mal vorbei? Shift J. Ja. Diesmal klappt's. Nice. So, und ein Torque. Nice. Aber hier scheint irgendwie nichts wirklich was zu sein. Ich glaube, wir sind hier umsonst gekommen. Hä? Achso, die war da. Ja, okay, dann scheiß drauf. Wir haben noch woanders was zu tun. Das haben wir dann jetzt erkundet. Dann können wir wieder Richtung Süden und den Teil hier mal erkunden gehen. Ah, das ist doch hier der Rand. Okay. Weiter geht's nicht. Dann müssen wir hier hin und... Ah, da ist bestimmt... Da geht's weiter. Dann würde ich sagen, hier machen wir nochmal einen kleinen Savegame auf die 2. Und dann gehen wir mal Richtung Sudan. Und schauen mal, was da unten hier im Süden. In dem Teil. Bestimmt die nächste Arena. Gegen zwei Wölfe. Er hat nichts. Und der hat auch nichts. Aber lag das, dass wir vorhin gestorben sind, wirklich daran, dass wir paralysiert sind und dann ins Wasser gefallen sind? Oder war das Wasser irgendwie halt so, Digga, woher kommt ihr denn? Oder war das Wasser irgendwie so vergiftet, dass man paralysiert wird? Weil das ist ja Celine's Web hier. Ne, die soll ja irgendwie so ein Spinnendädra sein oder sowas. Und da weiß ich ja nicht, ob das mit der zu tun hat. Nur, dass hier 1 Million Skelette wieder mal sind. War aber knapp jetzt mit dem Leben. Er hat nichts. Warum haben die alle nichts? Von euren Erfahrungspunkten allein kann ich mir auch nichts kaufen. Achso, das war nur die Tür. Die wieder zuging. Oh! Auf einmal kommen die. Hat nichts und der hat nichts. Und hier gibt's sonst auch nichts. Hm? Nein, nicht das. Ja, ich wollte jetzt hier drauf drücken. So. Ah, diesen Weg sind wir jetzt. Okay. Ja. Heilen? Also, ich hasse Spinnen wirklich. Einer der miesesten Gegner in diesem Spiel, finde ich. Weil die erstens immer so zuhauf kommen, einen paralysieren können. Aber ich feiere das gerade, dass Arena gerade flüssig läuft. Seht ihr das? Hatte ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr, dass es so flüssig ging. Seht ihr das, wie schnell das ging? Ich habe aber nichts gemacht, nichts umgestellt oder so was. Das läuft einfach selber so flüssig auf einmal. Ah. Da sind wir am Rande.
Finde ich echt krass gerade, wie flüssig das läuft. Spinne. Komm. Wie lange bin ich noch paralysiert, Digga? Auch nix. Habe ich irgendwas übersehen? Ne, keine Tür übersehen oder sonst was. Aber wir sind jetzt. Oh. Das war's mit dem Geist. Hier gibt's sonst nichts. Natürlich Spinnen. Meine liebsten Gegner hier, ey. Die Spinnen können auch Türen aufmachen. Ist hier sonst noch was? Ja, hier einen kleinen Weg. So. Eben schnell kontrollieren. Da vorne ist noch eine Tür. Ja. Oh, noch eine. Und hat nichts. Jetzt einmal gucken, wo müssen wir hin? Und durch diese Tür, dann haben wir hier noch jede Menge zu erkunden. Unten auch. Bevor wir in die nächste Ebene gehen. Aber ich würde sagen, in die nächste Ebene gehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.